Liebe Reisegäste, es freut mich, dass ihr jetzt kurz Zeit nehmt, um den Reisevortrag oder die Reisebeschreibung zu unserer tollen Reise nach Portugal euch ein bisschen anzuhören und ein bisschen Gusto zu holen. Ich bin der Simon und ich war schon viele Male, unzählige Male in Portugal unterwegs und freue mich, dass ich euch das jetzt näher bringen kann, was wir sich da gemeinsam anschauen. Starten tun wir in Lissabon. Unser Flug führt uns gleich eigentlich in die Mitte des Landes, Portugal auf der Iberischen Insel, ziemlich nord-süd verläufig, Lissabon die Hauptstadt in der Mitte. Dort werden wir landen, dort werden wir auch empfangen von unserem Team und vor allem auch vom Licinio, unserem portugiesischen Guide, mit dem wir schon seit Jahren unterwegs sind. Und wie gesagt, von dort starten wir unsere große Portugal-Rundreise. Es geht zuerst in den Süden an die Algarve. Es sind ein paar Fahrstunden hinunter und die Algarve berühmt eigentlich für die langen Strände, natürlich sehr beliebt bei Urlaubern auch. Man hat dort die Verbindung zwischen Atlantik und Mittelmeer und berühmt auch für diese vielen Felsformationen, die was ins Meer hineinragen. Wir werden an der Algarve gleich mal 2 Nächte auch verbringen und von dort ein paar Ausflüge machen. Wir werden uns natürlich die Hauptorte mit Lagos und Sagres näher widmen. Wir werden dort eine Zeit verbringen, werden uns diese Fischerdörfer und so weiter ansehen. Wir fahren raus ans Cap Vicente, wo man einen wunderschönen Blick auf den Atlantik raus hat. Es wird die Möglichkeit geben, dass ihr an so einer Schifffahrt auch fakultativ vor Ort teilnimmt, wo man eben in diese Höhlen oder Halbhöhlen, die was dann ins Meer hinausragen, reinfährt und sich dieses wunderschöne blaue Mittelmeerwasser, dort wo sich das alles widerspiegelt, sie anschaut. Nachdem wir die Algarve eigentlich besichtigt haben, geht es wieder retour nach Lissabon, die Hauptstadt, wie ich schon gesagt habe, und wir werden in Lissabon gleich einmal auch eine Stadtführung machen, werden uns die Hauptstadt näher ansehen. Lissabon, die Highlights ist sicherlich Belém, unten am Tejo gelegen, diese Klosteranlage, die Kirche mit ein paar Monumenten für die Fischer und für die Seefahrer. Portugal war ja auch eine große Seefahrernation. In Belém gibt es auch diese traditionellen Küchlein, die was wir probieren können. Und in Lissabon selbst eine wunderschöne Stadt mit großen Plätzen. Man hat diese Mosaike öfters, diese Kacheln, was man auch immer wieder findet. Eine richtig nette Altstadt, wo wir eine Stadtführung machen. Anschließend verlassen wir Lissabon, die portugiesische Hauptstadt, Richtung Norden, Richtung Porto und werden auf unserem Weg Óbidos und Coimbra besichtigen. Óbidos ist eine sehr interessante, nette Altstadt, hat das Besondere eine Stadtmauer, eine erhaltene Stadtmauer, wo es eben auch noch ein paar so Wehrtürme und so weiter drinnen sind und echt eine liebe Altstadt, wo wir kurz durchspazieren können. Anschließend geht es Coimbra. Coimbra, eine der berühmtesten Universitätsstädte und eine der ältesten Universitäten Europas, die was man dort wiederfindet. Wirklich ein ganz netter Ort. Wir machen da einen Spaziergang rauf zur Universität, haben die Möglichkeit da reinzusehen, auch die Bibliothek sich anzusehen. Wir werden dort noch ein bisschen verweilen und nachher geht es eben nach Porto. Porto, würde ich sagen, eine Konkurrenzstadt zu Lissabon, aber man spricht schon davon, Lissabon, die Akademiker, die Regierung in Porto, die Arbeiter, immer schon zu Hause gewesen. Es widerspiegelt sich auch am Charakter der Stadt, aber wunderschön am Douro gelegen. Man hat das Douro-Tal hinein, wo wir auch einen Ausflug hinein machen werden. Der Douro schlängelt sich eigentlich bis nach Spanien und hat aber sehr markante, sehr schnell steil hinauffolgende Weinberge, wo wir da reinfahren werden und ein bisschen also die Weinbaugeschichte Portugals anschauen. Wir haben natürlich auch Zeit zu verkosten. In Porto selbst wird es die Möglichkeit geben, eine kleine Schifffahrt zu machen mit den traditionellen Holzschiffen. Porto auch berühmt für den Portwein, der was auf der Gegenseite der Altstadt sich die ganzen Portweinfirmen raufschlängeln. Da wird es auch die Möglichkeit geben, natürlich, dass wir Portweinverkostung machen und Porto selbst nicht nur diese markante Brücke, die was das Stadtbild prägt, sondern wunderschön die Altstadt mit den Restaurants, mit den Bars und so weiter, die was sie unten am Fluss angesiedelt haben und wo wir Zeit verbringen werden und sie Porto genauer zur Gemüte führen und da richtig eintauchen in eine wirklich sehr, sehr tolle Stadt. Anschließend verlassen wir Porto wieder gemeinsam Richtung Süden. Aber wir werden das auf 2 Etappen machen, bis wir wieder nach Lissabon kommen.
Und zwar werden wir an dem ersten Tag, wo wir Porto verlassen, uns ein bisschen mit der katholischen Seite des Landes beschäftigen. Und zwar werden wir in Batalla, eines der größten Klösteranlagen des Landes, sie anschauen. Das ist eine riesengroße Kirche mit einem schönen Kreuzgang und so weiter. Das werden wir sie anschauen. Und wir machen eine Zwischennacht, und zwar in Fatima, natürlich den berühmtesten Pilgerort des Landes, wo natürlich sehr viel ausgelegt ist auf diese Kirche, auf die Kathedrale und wo die ganzen Pilger untergebracht sind und am Abend der Lichterzeremonie immer wieder auch stattfindet. Und das gehört natürlich auch zur Geschichte dieses Landes dazu, dass man dort sich das anschaut. Am nächsten Tag, wenn wir von Fatima Richtung Lissabon fahren, werden wir aber gleich ein bisschen raus zum Meer fahren und werden nachher diese wichtigen Orte schon im Einzugsgebiet Lissabons anschauen. Und zwar ist das Ame Sintra, wo die Könige ihre Paläste gehabt haben und gewohnt haben, wo wir sie diesen bunten Palast anschauen werden und wo wir spazieren gehen werden. Und wir werden Cabo Rocco, den westlichsten Punkt des Landes, sich anschauen und kommen nachher auf der, am Wasser entlang wieder zurück nach Lissabon, wo wir eigentlich unsere Reise dann schon ausklingen lassen, wo wir noch ein bisschen Zeit haben zu verweilen, Lissabon einzutauchen, bevor es mit dem Flieger wieder retour Richtung Wien geht. Wie gesagt, Portugal, ein wahnsinnig interessantes, schönes, spannendes Land, ebenfalls mit sehr vielen verschiedenen Einflüssen, aber geprägt von der Seefahrt, ja, das spürt man immer wieder. Wahnsinnig liebe Leute, nette Menschen, viel Fisch zu essen, und sollte man auf alle Fälle mal gemacht haben, diese Reise. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wenn wir das gemeinsam besichtigen dürfen.